gespannt. Ja, vielen Dank, Dirk. Es stimmt, man musste mich nicht groß überzeugen. Ich habe sofort gesagt, ja, wenn das in Frage kommt, mache ich das ganz gerne. Vor so vielen Kollegen, die ich viele schon lange kenne, in das Themenfeld einzuführen. Und da war ich mir ganz sicher, dass das klappt. Und dann ist mir aufgefallen, oh, wie fasse ich denn diese ganzen Themen zusammen? Das Erste, was mir eingefallen ist, wenn ich an zentral und dezentral gedacht habe, und so will ich Sie so ein bisschen mitnehmen in den Vortrag, war aus Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, war das Thema Qualität. Und ich werde Ihnen jetzt anhand von ganz, ganz vielen Bildern einfach so ein bisschen versuchen, die Themen der nächsten zwei Tage hier vor Augen zu führen. Also Qualität, das ist eigentlich das und nicht nur unbedingt starke Niederschläge, was ich mit zentral und dezentral, nämlich Regenwasserbehandlung, verbunden habe. Und da ist mir dann auch in anderen Telefonaten in den letzten Monaten aufgefallen, mit Österreich und mit der Schweiz, dass wir ganz unterschiedliche Sprachen sprechen. Und auch das habe ich dann versucht, hier nochmal aufzugreifen. Wenn ich von dezentraler Regenwasserbehandlung spreche, dann denke ich an den Straßeneinlauf. Ich habe hier die Aussteller gesehen. Dann denke ich an 200, 400 Quadratmeter bis einen Hektar vielleicht. Und dann geht es so semi-zentral weiter. Und dann sind wir bei zentralen Anlagen. Und dann fühlen wir uns alle wieder zu Hause, weil das ist ja das, was wir schon ganz lange gemacht haben. Zentral, anders als beim Jörg, ist bei mir schon das Regenklärbecken. Also das ist nicht dezentral, sondern das ist bei mir eine zentrale Regenwasserbehandlung. Und das haben wir seit Jahren gemacht. Und bei der letzten Aquurbanica habe ich dann gesagt, naja, wenn wir jetzt dezentral was machen wollen, dann gucken wir uns mal die zentralen Anlagen an und übertragen das dann, unsere Erfahrungen und wie das alles so super funktioniert, auf die dezentralen Anlagen, mit denen wir zukünftig umgehen wollen und die ganzen Herausforderungen, die gerade auch schon in der Einführung angesprochen worden, lösen wollen. Und wer in den letzten Jahren vielleicht auch das, was wir so veröffentlicht haben, zum tatsächlichen Betrieb unserer zentralen Anlagen angeguckt hat, da ist mir bei der Vorbereitung immer wieder eingefallen, 50%. Ne? 50%, das Glas ist halb voll oder halb leer, das kann man sehen, wie man will. Sehen wir es mal positiv, ist es halb voll, aber es ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen die Situation wieder, bei den zentralen Anlagen, die wir schon ganz, ganz lange gebaut und irgendwie betrieben haben. Und als Beispiel das Thema Drosselkalibrierung, also wie funktionieren die Anlagen, wer überprüft die eigentlich. In NRW ist es so, ich würde mal sagen, die Hälfte der Anlagen, die funktioniert so wie geplant. Ist ja schon mal ganz gut, wir wissen das zumindest. Andere Länder, die wissen das gar nicht, weil man gar nicht hinguckt. 50%. Also 50% ist auch 50% Messdaten, ist auch schon nicht schlecht. Also das ist so eine Einschätzung, ich würde sagen, an 50% der Bauwerke, da wissen wir was drüber. Also wir wissen auch, wo die sind, wir wissen auch, wo die Anleitungsstellen sind, wir haben da auch Kataster, ist auch nicht überall so, habe ich gelernt. Aber das ist so der nächste Schritt, da sind wir bei 50%. Und dann sind wir bei der Wirkung und dann wird es nicht einfacher. Also bis jetzt war es ja hydraulisch und wie funktionieren die Anlagen, aber wie wirken die denn? Und in der ganzen Diskussion um A102 und wie wirken Anlagen, Sedimentationsanlagen zur Regenwasserbehandlung, und man sieht hier an dem Bild ganz schön Regenwasserbehandlung, also nicht nur Menge, sondern auch Qualität ist wichtig. Das ist hier eine Vorkammer zu einem technischen Regenwasserfilter, ein Trennsystem. Also das ist Regenwasser, was man da sieht. Da kommt eine ganze Menge mit. Es lohnt sich also, das Thema Qualität anzugucken. Und 50%, also wenn wir gedacht haben, 50% holen wir da raus mit der Sedimentationsanlage, ist jetzt im A102 so ein schönes Diagramm, Wirkung und letztendlich die Beschickungsrate in Liter pro Sekunde und Hektar, dann sieht man schon das, was wir in der Vergangenheit bemessen haben mit 10 Meter pro Stunde, da kommen wir nicht auf 50% Wirkung. Zumindest steht das jetzt so auch mal endlich festgeschrieben im Entwurf zu einem neuen Regelwerk. Das heißt also, ist auch noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich hatte schon das Thema Betrieb angesprochen. Wenn man sich dann anguckt, das, was wir gebaut haben in den letzten Jahren, wie betreiben wir es denn wirklich? Wie funktionieren denn die Anlagen? Mit Dauerstau, ohne Dauerstau, wie entleeren wir die, wann schicken wir Wasser zur Kläranlage, mit welchen Abflüssen schicken wir das zur Kläranlage und wer kontrolliert das? Auch ganz ehrlich, auch das wissen wir für viele Anlagen, aber bei vielen wird es auch irgendwie gemacht, so wie der Betrieb das für richtig hält. Es ist nicht abgestimmt mit der Kläranlage, es ist nicht emissionsorientiert, auch da haben wir noch Luft nach oben. Aber ich glaube aus der Wissenschaft, wir wüssten schon, was man tun kann. Und gestern Abend auf dem Nachhauseweg haben wir nur überlegt, was ist der nächste Schritt? Und ich glaube, ein nächster Schritt war dann, wir müssen es einfach mal tun, wir wissen es. Und das kam gerade in den Reden ja auch schon, wir müssen noch mehr Sachen, noch mehr Wissen in die Praxis umsetzen. Und vielleicht muss man auch Anlagenbetreiber sanktionieren, wenn es nicht funktioniert. Vielleicht geht es auch das nicht anders. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit.
Naja, wenn das alles im Betrieb schon so schwierig ist, habe ich dann gedacht, naja, bei der Bemessung, da wussten wir aber schon immer, was wir tun. Also wie haben wir denn die Anlagen, die zentralen Anlagen, wir sind immer noch bei den einfachen, ich komme ja gleich noch zu dem Spannungsfeld. Wie haben wir die denn bisher bemessen? Haben wir die hydraulisch bemessen oder wussten wir tatsächlich, welche Stofffrachten kommen? Und jetzt auch Deutschland, neues Regelwerk, aber im Trennerlass in NRW schon seit 2004 festgeschrieben. Da steht drin, wir gucken uns die Flächen an, die Flächennutzung. Hier sehen Sie im Bild, da sind dann Verkehrszahlen aufgeschrieben, wie viele Fahrzeuge fahren über die Straßen. Und das verbinden wir irgendwie auch mit einer Abflussverschmutzung. Und dann wissen wir ja, welche Abflüsse wir behandeln müssen. Aber was hat denn unsere Bemessung letztendlich, die wir da durchführen, hinterher mit der Realität tatsächlich zu tun? Haben wir das denn mal überprüft? Also wie viel AFS oder wie viel Schwermetalle kommen denn da an? Wer hat das in der Praxis für große Anlagen schon getan? Wir sehen da auch im Rahmen jetzt der Aquabanica Vorträge zu. Brauchen wir da nicht auch ein bisschen mehr Daten? Müssen wir nicht datenbasiert versuchen, auch Anlagen zu bemessen? Also uns Einzugsgebiete genauer angucken. Können wir da nicht Investitionen besser steuern? Also welche Abflüsse und welche Stoffe müssen wir behandeln? Und ist es nur AFS oder sind es auch Biozide? AFS und AFS-Fein, das ist jetzt so der Leitparameter. Auch das wird uns vielleicht in den nächsten Tagen begleiten. AFS-63 steht jetzt im Regelwerk, also alles kleiner, 63 Mikrometer. Und hier in dem Bild sehen Sie einfach mal in dem einen Bild Millisil, mit dem man Anlagen testet im Labor. Und dann der Professor Grüning hier mal tatsächlich Regenwasserverschmutzung aufgefangen und dann mal gezeigt, wie unterschiedlich Sedimentationsverhalten ist. Also selbst die Tests in den Labors, mit denen wir unsere Anlagen testen, naja, er hat auch, es ist schon an der Realität dran, aber so eins zu eins das Gleiche ist es noch nicht. Bei den Herausforderungen, da geht es um die Bemessung und dann geht es um Spurenstoffe und um Biozide und um Rückhaltemöglichkeiten. Das gehört zur Herausforderung genauso wie das Thema letztendlich Klimawandel, was wir angesprochen haben. Und auch im Rahmen der Vorbereitung habe ich mich dann gefragt, naja, wenn wir das jetzt schon so lange machen, dann, und ich bin jetzt der Meinung, das funktioniert alles noch nicht so gut, dann gucken wir uns mal an, wirkt es denn? Das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Also haben wir denn eigentlich das, was wir im Gewässer erreichen wollen, erreicht, dann muss es ja gut sein. Das ist doch eigentlich ein guter Indikator. Und wenn man sich das anguckt, Umweltqualitätsnormen oder guter Gewässerzustand, flächendeckend erreicht haben wir den noch nicht. Also das sieht man in Deutschland ganz schön. Also da sieht man, dass das Handlungsbedarf da ist. Zentrale Anlagen, so wie wir sie heute betreiben, eigentlich unsere Anforderungen noch nicht abdecken. Und dass das Ganze mit unsicheren Grundlagendaten, also Klimawandel heißt für uns erstmal andere Verteilung von Niederschlägen vielleicht. Also da müssen unsere Anlagen irgendwie in Zukunft mit umgehen. Und das heißt auch, das haben wir auch gerade gesehen, weniger Kinderfüße, vielleicht andere Füße, ältere Leute an anderen Stellen. Alles ändert sich in unserem Regenwasser. Das sind Veränderungen, mit denen unsere Anlagen zukünftig umgehen wollen, müssen. Und das machen wir jetzt alles mit dezentralen Anlagen und dann lösen wir das. Das hat man sich auch das in NRW 2004 schon gesagt, hat dann gesagt, so, um mit diesen ganzen Herausforderungen umzugehen, müssen wir irgendwie flexibler werden und wir räumen jetzt dezentraler Regenwasserbehandlung Vorrang ein. Das hat man 2004 in Erlass geschrieben in NRW, ohne dass es dezentrale Anlagen gab. Also wir wussten gar nicht, was sind denn jetzt die dezentralen Anlagen, mit denen wir das tun wollen. Ist das der Straßeneinlauf, ist das der Filter, wie werden die denn bemessen? Also alle Fragen, die ich gerade diskutiert habe, die müssen wir jetzt irgendwie auf die dezentralen Anlagen übertragen. Und so richtig haben wir es für die Zentralen noch gar nicht hinbekommen. Und ich glaube, das ist letztendlich auch das, was die Spannung hinterher ausmacht. Ich habe mal geschrieben, das, was wir in den nächsten Tagen diskutieren wollen, sind Investitions- und Betriebskosten. Es sind andere Akteure bei dezentralen Anlagen. Also wenn ich hinterher an Versicherungen denke, ist das der Private oder ist das die Kommune oder ist das der Verband? Und wir haben unterschiedliche räumliche Dimensionen. Das ist das Spannungsfeld. Ich glaube, das, was sich vielleicht auch die Organisatoren ausgedacht haben, hier das aufzuzeigen. Sie sehen hier nochmal vom Regenklärbecken über technische Filter bis hin zu dezentralen Systemen. Großräumig, kleinräumig. Wir haben mehr Betriebspunkte oder andere Flexibilität. Und ich glaube letztendlich, das klang auch schon an, es wird irgendwo eine Mischung sein von Anlagen, vielleicht ein gesteuertes, flexibles Kanalnetz, vielleicht semizentrale Filter und Versickerungen. Und wir müssen versuchen, unsere Anforderungen von den zentralen Anlagen zu übertragen. Die müssen betriebssicher sein bei Starkregen. Die müssen die Stoffe, die wir kennen und wo wir glauben, dass es die richtigen sind, zurückhalten. Und das letzte Bild soll noch zeigen, und wir wollen wissen, wo sie sind und wie sie funktionieren. Das muss der Anspruch sein. Wir werden das ja, es gibt ja Vorträge hierzu, Anforderungen an dezentrale Anlagen. Und es gibt Kommunen in NRW, die haben sich dem Thema schon gewidmet, und das soll hier nur mal ein Beispiel sein. Wie gehe ich denn damit um? Das ist ein Bild von der Stadt Wuppertal mit 600 Regenwassereinleitungen im Stadtgebiet, 95% Trennsystem.
ungefähr 560.000 Einzelflächen sind hier über ein Versiegelungskataster mal ausgewertet worden. Nach der Kategorisierung nicht zu behandeln, also Kategorie 1, 2, 3, stark verschmutzt, wenig verschmutzt. Und dann müsste man jetzt ja als nächsten Schritt versuchen, ja, jetzt muss ich meine Anlagen planen, die ich schon habe und die neuen. Und dann sieht man, das ist gar nicht so einfach an der Stelle. Ich muss 600 Regenwassereinleitungen und dann mache ich das jetzt aufgrund von vermuteten Flächenverschmutzungen, da gehe ich das Ganze an. Man hat sich in Wuppertal dann überlegt, naja, wir priorisieren das Ganze, wir schauen uns das an, wie kann das gehen? Und hat sich dann diese Einleitung, die entlang der Wupper einleiten, mal angeschaut und hat dann gesagt, wie ist denn die aktuelle Situation, wo leiten wir AFS ein? Und Sie sehen das hier in so einer Summenkurve mal aufgetragen, entlang des Hauptvorfluters, sieht man hier an den roten Punkten, da wo die Kurve springt, da sind doch die Punkte, um die kümmern wir uns zuerst. Und dann arbeiten wir uns sukzessive weiter. Und wenn man alles das umsetzen würde, dann sieht man das, dann drücken wir die Kurve ein bisschen. Und das Problem, was ich dabei noch sehe, ist, wir haben dann die Biologen gefragt, und wenn wir das erreichen, halten wir denn dann die Umweltqualitätsnorm ein? Keine Ahnung, konnte uns keiner sagen. Wir wissen das gar nicht. Wir wissen gar nicht, ob wenn wir das umsetzen, ob dann Umweltqualitätsnormen eingehalten werden, weil wir ja gar nicht genau wissen, welche Schwermetalle am AFS angelagert sind. Aber das ist erstmal das, was das Regelwerk vorgibt. Und dann haben wir nochmal ausgerechnet, naja, was können wir denn technisch heute machen? Also wir haben gesagt, die Maximalforderung ist dann vielleicht das, was technisch möglich ist. Also wir bauen überall Filter hin, haben wir gesagt, 60 Millionen Euro, 64 kostet die Umsetzung in den nächsten 20 Jahren nach Stand der Technik. Und nochmal 160 Millionen drauf für die Stadt Wuppertal, dann ist das, was technisch möglich ist. Und dann kann man sich überlegen, ob nach Wasserrahmenrichtlinie, zumindest für Österreich und für Deutschland, das verhältnismäßig ist oder nicht. Die Bürger übrigens, haben Soziologen befragt, fanden das umgerechnet auf ungefähr 20 Euro pro Einwohner und ja, noch verhältnismäßig. Von daher glaube ich, ist das jetzt auch, was die Kosten angeht, nicht unmöglich und technisch sowieso nicht. Ob das Ganze Sinn macht und man das sukzessive mit dem Gewässermonitoring verbunden machen sollte, ich glaube, das wird der Mittelweg sein. Und das Ganze, ich gehe mal eine Folie weiter, das Ganze versucht Wuppertal auch damit, die zentralen Anlagen zu flexibilisieren und das ist, glaube ich, der Link ganz gut zu dem Speicherkanal hier. Auch Wuppertal hat eine verschmutzungsabhängige Steuerung sich überlegt, das heißt, es gibt Bauwerke, zentrale Bauwerke, die man flexibilisieren kann. Hier ist eine Parametersonde der Firma S-Can eingebaut, die misst die Verschmutzung und entscheidet, je nachdem, wie verschmutzt das Wasser ist, schicke ich es zur Behandlung oder nicht. Im Rahmen einer Weiterentwicklung wird eine Verbundsteuerung aufgebaut. Das heißt, man schaut sich an, an welchen Bauwerken kommt denn wirklich stark verschmutztes Wasser, wie ist die hydraulische Auslastung meines Speicherkanals, der auch Größenordnung 40.000 Kubikmeter hat. Und man schickt dann priorisiert nach Verschmutzung zukünftig Regenwasser zur Behandlung oder entlastet es dann in das Gewässer. Das sind tatsächlich Möglichkeiten, wie man diese Themenfelder zusammenbringt. Das heißt also, wir sind hier mit einer Flexibilisierung von zentralen Anlagen und einer Mischung mit dezentralen Anlagen und einer Priorisierung über Modelle und Messdaten, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und dann vielleicht noch zum Thema Kosten. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und das gilt alles hinterher auch für die Regenwasserableitung. Wenn wir uns das angucken, wir haben das auch in Wuppertal für ein großes Einzugsgebiet mal ausgewertet, was kostet das denn eigentlich, wenn wir zentral oder dezentral behandeln oder eine Steuerung umsetzen, das ist sicher hier mit der Steuerung ein Sonderbeispiel in dem Einzugsgebiet, dann sieht man der Invest und der Betrieb, das sind ganz unterschiedliche Bausteine. Wenn wir jetzt auf einmal alles dezentral behandeln, dann haben wir scheinbar eine ganz kostengünstige Lösung, aber wir müssen uns dann überlegen in den Betriebskosten, wer setzt das denn um und welches Personal tut das? Und wir haben mit der Stadt Bielefeld letzte Woche darüber gesprochen und gesagt, wenn man den blauen Balken natürlich in Zukunft gar nicht umsetzt, dann ist es natürlich billiger. Aber das ist ja gar nicht das, was wir wollen. Und das ist die Gefahr, die ich aktuell sehe, dass der rote Balken verlockend ist und der blaue Balken in Zukunft vergessen wird. Und jetzt spiegeln Sie das auf die zentralen Anlagen mit 50%. Ich glaube, das kriegen wir so nicht hin. Da brauchen wir neue Ideen. Und man sieht aber auch, dass hier an diesen Beispielen, wenn man mal sich hier Kosten-Bar-Werte ausrechnet, dass tatsächlich dezentrale Anlagen eine ökonomische Alternative sein können, wenn man entsprechende Betriebskonzepte hat. Und sicher, das alles ist einzugsgebietsabhängig. Das kann in Ihrem Einzugsgebiet ganz anders aussehen. Innovation in Wuppertal, man versucht auch großräumig 17 Hektar über technische Filter zu behandeln, das ist alles nicht so einfach, aber ich glaube, das ist ja das, wo wir mit der Aquaurbanica auch hinwollen. Und dann ist mir aufgefallen, die Aquaurbanica, das ist gar nicht nur Regenwasserbehandlung, das ist mein Blick auf dezentrale Anlagen gewesen, aber das Ganze spiegeln wir auch auf Überflutung und Wasserhaushalt. Das ist nämlich das Nächste, was zentral und dezentral geht und all das Gesagte mit Betriebskonzepten können wir hier übertragen.
Und hier ist nochmal ein Beispiel einer Vorbereitung, ein Projekt, was wir mit Theo Schmidt gemacht haben. Wir haben uns da auch überlegt, wer sind denn die Akteure und wen müssen wir informieren? Um welche Ereignisse handelt es sich denn? Und man sieht dann ganz schön, wenn man Dauerstufenhäufigkeiten aufträgt, das sind ja schon extreme Ereignisse, über die heute Morgen ja auch schon kurz gesprochen wurde. Und dann meint man, ja, das müssen wir irgendwie gemeinsam machen. Stadtentwässerung und kommunale Gemeinschaftsaufgabe, vielleicht auch andere Akteure in der Stadt, müssen diese Ereignisse gemeinsam bewältigen. Und das heißt auch, wir brauchen auch hier eine Mischung unterschiedlichster Verfahren. Wir brauchen das Kanalnetz auch weiterhin natürlich, wir brauchen eine Ableitung auf der Oberfläche und wir brauchen dezentrale Maßnahmen, Versicherung oder Gründächer zur Zwischenspeicherung und alles zusammen wirkt. Das sieht man doch ganz schön, wenn man sich diese Bilder hier anguckt. Und dann haben wir ganz viele Akteure, die wir informieren müssen. Stadtentwässerung, Objektschutz über den Bürger, die Stadtplanung hier nur als Beispiele genannt. Und das ist auch das, was man heute so unter Schwammstaat, und wir werden ja sehen, wie es in China läuft, wie man solche Konzepte umsetzt mit Maßnahmen im Raum. Und da kommen alle diese Beispiele letztendlich über die Gründächer, die Versickerung, aber auch Maßnahmen, die hinterher Verhaltensvorsorge angehen, die da zusammenwirken müssen. Das sind nur so ein paar Beispiele hier, wie kann denn so eine Stadt aussehen, wenn man da Gründächer, naja, bei so schrägen Dächern, da ist das natürlich schon schwierig, da sieht man, da hat der Stadtplaner was visualisiert, aber es geht hier um solche Maßnahmen, es geht um multifunktionale Flächennutzung, gibt es zig Projekte inzwischen, die sich dem Thema widmen, aber es ist auch die Stadtentwässerung und die beiden Bilder, die sind mir noch wichtig, weil es dann ganz schnell heißt, naja, die Stadtentwässerung kann nichts tun. Und das möchte ich Ihnen nochmal zeigen. Ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders. Hier ist nochmal aufgetragen der Niederschlag und die Wiederkehrhäufigkeit. Und hier ist wieder meine 50. Die 50 Jahre, das ist das, was in der DIN steht. Bis dahin kümmert sich Stadtentwässerung zum Thema Überflutung und bis 5 Jahre zum Thema Überstau. Überstau bleibt in Deutschland das Wasser im Kanal und bis T gleich 50 muss sich die Stadtentwässerung kümmern. Und wenn sich die Stadtentwässerung bis dahin kümmert, dann kümmert sie sich, und das sehen Sie in dieser Linie, ich kann ja so schlecht zeigen über meinem Kopf, dann kümmern Sie sich ja auch um T gleich 100. Also Sie kümmern sich doch um ganz, ganz viel. Stadtentwässerung ist hier das Rückgrat der Entwässerung im urbanen Raum. Und deshalb kann man sich auch nicht darauf zurückziehen und sagen, das war ein Ereignis, da können wir nichts tun. Das heißt also, wir müssen Überstau und Überflutung und extreme Ereignisse von der Stadtentwässerung mitdenken. Und ich habe nochmal ein Ereignis hier vom 28.07. aus Münster mitgebracht, weil das ist so ein Ereignis, was in Deutschland präsent ist. Man kann sich das Thema auch anders angucken. Man kann sagen, naja, bei dem Ereignis, da hat es stark geregnet. Da sind 292 mm gefallen, in noch kürzerer Zeit als in Berlin am vergangenen Wochenende. Und da war man, um 16 Uhr hat es angefangen ungefähr, da war man schnell mit diesem Thema Überstau T gleich 5 und T gleich 50 nach 2 Stunden fertig. Und dann kam das Extremereignis, das waren die 50 mm und dann hat es 250 mm drauf geregnet. Also nach dem letzten Bild, was wir gesehen haben, danach kamen 250 mm. Da ist egal, welche Maßnahme Sie im Raum sonst so technisch vorgesehen haben, da geht es um Verhaltensvorsorge. Ich weiß nicht, wer im Internet das Bild gesehen hat von der Dame, die im Kanal verschwindet. Also der ein oder andere nickt in Berlin diese Woche. Da ist Lebensgefahr. Ne? Ich habe da einen gesehen, der ist da mit Badehose rumgekraut. Also die Leute machen sich das nicht bewusst, wenn der Schachtdeckel weg ist und da setzt auf einmal ein Sog ein in dem Kanalnetz, das ist letztes Jahr in Süddeutschland passiert, dann sind die Leute auch weg. Und ich glaube, das ist das auch, was mit Kommunikation gemeint war in der Bevölkerung, ist das, was wir hier tun, glaube ich, flächendeckend nicht angekommen. Und dass es da Simulationsmaßnahmen zum Kanalnetz gibt, wo man das zeigen kann, das hat auch gut funktioniert bei den Bürgern in Münster. Das ist, glaube ich, auch das, was wir auch im Rahmen der Aqua Urbanica hier sehen können. Und ich glaube, dass es sowas ist, was wir auch brauchen, dass wir das letztendlich auch ein bisschen organisieren müssen nach Überflutungsbetrachtung, also Risikomanagement, langfristig dann eher die wassersensible Stadtentwicklung und kombiniert letztendlich mit einer Beteiligung der Öffentlichkeit hat man im Projekt in Bremen ganz schön systematisch aufbereitet. Und wer sich überlegt, wie kann ich das auf meine Stadt übertragen, der kann sich, glaube ich, in dem Projekt mal umschauen. Und das Thema Information, das ist mir auch in einer Besprechung vor ein paar Wochen bewusst geworden, das ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz wichtiges. Wie kommunizieren wir das denn? Ich glaube schon, dass wir an die Bürger noch mehr herantreten müssen. Hier sind mal zwei Beispiele aus Gelsenkirchen und Köln, wo man versucht hat, über stadtgebietsweite Karten tatsächlich, ob das Sensibilisierungskarten sind, über Flutungskarten, Versickerungspotenziale, tatsächlich die Leute zu erreichen. Das sind Karten, die online sind, wo man darauf zugreifen kann, wo das Thema Grundhochwasser in Köln, das Thema Hochwasser vom Rhein und Starkregen jetzt in 3 Karten nebeneinander gelegt ist, dass dem Bürger das auch bewusst ist, das Wasser kann von unterschiedlichen Seiten kommen. Wir haben es jetzt in Köln noch keinen Echttest gehabt, also Berlin hat die Karte nicht, aber den Regen, Köln hat die Karte, aber keinen Regen, aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze mal zusammentrifft und man dann tatsächlich auch anhand der Zugriffszahlen und sieht, wie das Ganze zusammengeht.
Und dann möchte ich noch einen Link machen wieder zum Thema Betrieb. Und der Jörg Londong, der hat 2011 hier bei der letzten Akku-Urbanica berichtet über dezentrale Versickerungsanlagen und wie die aussehen und hat dieses Foto gezeigt. Ich habe ihn dann gefragt, ob ich das nutzen darf und habe dann gesagt, so sehen dezentrale Anlagen aus. Nicht alle, aber manche. Wir müssen uns darum kümmern und nicht die Autos drin parken. Ein Foto von 2003. Der Jörg Londong hat 2011 das Foto gezeigt. Das war ein anderes Auto, aber die gleiche traurige Mulde, wo auch ja, der ein oder andere weiß noch, dass es ärgerlich ist, dass da Wasser drin steht, aber das ist den Leuten nicht bewusst, das muss uns bewusst sein, wenn wir das mitberechnen wollen, wenn wir diese Volumen ansetzen wollen und glauben, damit Überflutungsvorsorge betreiben zu können. Ich habe den Jörg Londong dann gefragt, ich würde mal eben hinfahren, weil Bottrop ist bei mir um die Ecke und da hat er gesagt, Holger, ich war vor kurzem da und habe ein aktuelles Foto gemacht, es ist nicht wirklich besser geworden, aber ich glaube, das zeigt das ganze Dilemma, in dem wir da sitzen mit diesem Spannungsfeld, das, was ich versucht habe, Ihnen aufzuzeigen. Das heißt also, tolle Ideen, dezentral, multifunktional Anlagen umzusetzen und zu betreiben, heißt auch heute noch viele, viele Hemmnisse zu überwinden. Da gibt es viele und da werden wir auch drüber sprechen, aber eins, was mir so persönlich am Herzen liegt, ist das Thema Verkehrssicherung von solchen Anlagen. Wir kriegen sie in Deutschland kaum umgesetzt, auch wenn wir sie schon geplant haben, weil es heißt, naja, da ist ja Wasser. Und da kann man dann reinfallen und sicher ist Wasser auch gefährlich. Aber ich glaube, wir waren vor kurzem in den Niederlanden. Die Niederländer gehen anders mit Wasser um. Ne? Also da ist Wasser, das ist einfach da. Und wir sind dann über so eine Brücke gegangen und Sie sehen hier diese provisorische, die war noch nicht fertig. Diese provisorische, nein, in Deutschland gäbe es so eine Brücke nicht. Ne? Großräumig wäre das Ganze abgesperrt, da hätten auch keine Kinder drüber gehen dürfen. Da kann man drunter durchfallen. Und dann haben die Niederländer an dieser tollen Brücke einen Tag gearbeitet. Man konnte trotzdem weiter drüber gehen, man ist halt über die Bohrmaschinen und so drüber gelaufen. Und am nächsten Tag, Sie sehen die Brücke so im Hintergrund, sah die Brücke so aus. Man ist halt nicht fertig geworden, aber es standen schon mal 4 Pfosten da. Und man konnte trotzdem drüber gehen und es ist trotzdem keinem was passiert. Und ich glaube, das war für mich so das Sinnbild, wie wir aktuell auch mit dem einen oder anderen Thema umgehen. Und deshalb habe ich gesagt, ich glaube, Innovationen wagen und Innovationen aus der Wissenschaft in die Praxis zu übernehmen, ist das, was wir brauchen. Ich denke auch, dass das so die Idee der Aquurbanica ist, diese Spannungen zu lösen, Maßnahmen zu kombinieren, aber auf jeden Fall die Betriebskonzepte dazu zu entwickeln. Und so wünsche ich uns allen 2 ganz, ganz tolle Tage und bedanke mich nochmal für die Einleitung. Vielen Dank.